Hallo, hallo. Muss gerade ein bisschen aufpassen, der Ton ist sehr laut auf meinen Ohren. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn gerade leiser machen kann, weil ich keine Unteroptionen da einstellen. Sehr, sehr, sehr laut ist. Besser, besser. Gut. Also, schauen wir mal, was wir hier haben. Priester sind klein und niedlich. Ist nur halt die Frage. Weil Priester ist eigentlich die Klasse, die ich immer als erstes erstelle. Egal in welchem Online-Spiel, solange es da irgendeine Heiler-Klasse gibt, das ist immer die erste, die ich erstelle. Meistens nicht die erste, die ich spiele, aber immer die erste, die ich erstelle. Mick meint, dass in dem Spiel würde es gehen, als Priester auch alleine zu spielen, weil die halt auch sich verteidigen können. Und so dann die zweite Klasse, die ich hier stelle, sind meistens dann halt irgendwelche Ritter oder sowas. Weil ich dann feststelle, oh, mit dem Priester komme ich entweder alleine nicht zurecht oder ich weiß nicht. Denke ich gleich in die ganz andere Richtung und hau drauf. Ich hasse Magier. Ich weiß, dass das so eine Meinung ist, die viele Leute irgendwie nicht haben, aber mit Magiern kann ich nicht umgehen. Es ist nicht so, dass ich sie hasse, aber mit Magiern kann ich nicht umgehen. Mit Waldläufern oder Bogenschützen geht es noch, aber ich kann halt nicht unbedingt mit Leu also mit Charakteren umgehen, die so viele Fernangriffe haben. Bei Heilern ist das was anderes, weil Heiler haben, die heilen, die haben Fernangriffe, aber die Fernangriffe auf andere Personen. Angriffe gehen auch gegen andere Personen. Muss ich da nicht einmischen, so aus dem Off. Berserker finde ich natürlich auch cool. Ist jetzt erstmal nur die Klasse, noch nicht Rasse oder so. Also ich weiß auch nicht, wie das mit Rassen aussieht. Aber, um es gleich vorwegzunehmen für den Namen, Mick und ich haben nämlich überlegt, wir wollen halt gerne Richard und Helga wieder übernehmen. Das Problem ist nur, Richard und Helga, oder zumindest Helga, und bei Richard gehen wir es halt aus, die Namen sind schon vergeben. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen einfach Richard Hunter und Helga Hunter. So einfach so voll dumm. Das war unsere großartige Überlegung für die Namen. Das Problem ist nur, die Priester sind klein und niedlich. Ich weiß nicht, ob, wie das halt aussieht mit den Rassen, ob man die ändern kann. Da ist halt die Frage, nehmen wir einen Priester? Weil er definitiv der erste Charakter ist, den ich hier erstelle. Oder nehmen wir vielleicht einfach einen Ritter? Oder vielleicht einen Berserker? Aber Berserker würde ich Rusa nennen, glaube ich. Da musst du erst eruieren, ob es Fallschaden gibt in diesem Spiel oder nicht. Ich hoffe, dass es Fallschaden gibt. Ich hoffe, dass ich irgendwo runterfallen kann. Weil ich glaube, der Lichtritter würde am besten passen. Okay, der Chat sagt, ich soll erstmal einen Priester bauen. Dann habe ich einen gebaut und bin hinterher voll enttäuscht. Nein, aber vielleicht bauen wir einfach zwei Charaktere. Ist mir auch egal. Okay, man kann Menschen nehmen. Das ist eine Frau. Das ist ein Ippin. Ippin.
klingt ein bisschen wie so ein Hobbit-Name. Aber wir können einen Menschen spielen. Ach, guck ihn dir an. Er ist schon mal hübsch geschmückt und glänzend. Ich wollte gerade sagen, ja. Das ist perfekt für Richard. Mehr braucht er gar nicht. Hier haben wir... Wow. Ich glaube... Statue. Also man kann verschiedene Größen nehmen, glaube ich. Das finde ich schon mal cool. Und irgendwie hat der voll lange Arme, oder bilde ich mir das ein? Der kann sich ja fünfmal umarmen. Irgendwie anpassen? Ah, okay. Da beginnt dann der Spaß. Ich habe jetzt einfach mal den... Guck dir die Nase an. Oh, dieser Blick. Augenbrauenposition. Ach du heilige Kacke. Ja, das kann auch sein. Der Oberkörper ist zu kurz. Augenposition. Na, eigentlich finde ich, sollte ich erstmal mit dem generellen Gesicht anfangen? Ohrengröße, okay. Jetzt bin ich gespannt. Würde zu der Nase passen. Wir bleiben schon irgendwo. Nicht ganz so große Ohren, er braucht sie wahrscheinlich eh nicht. So würde ich sagen. Eine, oh Gott. Die Ohrwölbung. Interessant. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Das sind wahrscheinlich auch so Dinge, die man später überhaupt nicht mehr sieht. Wangen. Guck doch mal gerade, Junge. Ich versuche, dein Kinn einzustellen. Du bist schon ein bisschen gruselig. Hör auf, immer hinterher zu gucken. Ich kann doch so nichts einstellen. Wenn man mich so lüstern von der Seite anguckt, das geht nicht. Hör auf damit. Sollte man ihn erst komplett enthaaren, wenn man überhaupt sieht, was man hier macht. Das ganze Ausmaß wird erst später auftreten. Ja, komm, wir machen ihn 200 Jahre alt. Ich mag es eher ein bisschen jung. Jung und knackig. Aber man könnte echt einen alten, richtig alten Mann aus ihm machen. Dann wäre Richard schon sehr alt. Ja, der Chat ist meiner Meinung. Aber wir können gucken trotzdem erstmal ein bisschen durch. Hier, so richtig. Das sind keine Sommersprossen, das sind Aknepickel. Entschuldigung, aber nein, brauchst du nicht. So, ach, du kannst sogar die Farbe ein... Oh Gott, das muss ich ausprobieren, tut mir leid. Das muss ich jetzt ausprobieren. Du kriegst jetzt deine Aknepickel so richtig schön stark und dann möchte ich gerne... Oh, nimm Neongrün! Entschuldigung. Das ist gut.
Das ist erstmal der Testpriester. Er schimmelt. Gesichtstätowierung können wir auch haben. Ey, die kommt mir bekannt vor. Gibt es, glaube ich, auch in ESO, oder? Ja. Geklaut. Farbe der Gesichtstätowierung, wir haben keine. Intensität haben wir auch nicht. Narbentyp. Welcher Narbentyp bist du? Mach jetzt den Test. Wow, das sieht aus, als hätte, keine Ahnung, in der Bar so ein Betrunkener ins Gesicht gebissen. Gebissen? Gebissen. Aha, interessant. Wir können ihn ein bisschen dekorieren. Hier ist Harry Potter! Natürlich gibt es alles. Ich habe keine Ahnung, warum das in den Spielen immer so ausartet, aber das macht den meisten Spaß. Hier kommt so eine ganz kleine. Oder so eine ganz große. Ach, man kann sogar die Position bestimmen. Perfekt. Rotation brauche ich nicht. Narbengröße, ich hätte sie gerne. Ah, das ist die Intensität. Hier, sie verschwindet. Im Auge. Nein, die soll eigentlich da bleiben, wo ich sie hingesetzt habe. Ah, da kann man. Gilt zurücksetzen für alles oder nur für das? Da habe ich sie aber nicht hingesetzt. Ey, das war erstmal hier. Aber jetzt wollten wir Haare. Einmal die. Diese Nase, die geht eigentlich überhaupt nicht. Voll schlimm. Ach, guck dir das an. Yeah. Hey! Fabaro! Nein! Ist ein Schwamm auf dem Kopf. Das ist kein Schwamm. Doch, das ist doch Schwamm. Das ist eine schwierige Auswahl an Haaren. Sind alle überhaupt nicht schön. Am besten ist immer noch dieser Mob hier. Obwohl ich das auch mag. Ein bisschen emo-like. Er versteckt sein Gesicht, weil er seine Nase nicht leiden kann. Aber erstmal halten wir sein Gesicht frei und geben ihm einfach mal eine. Ey, ich wollte dir eine Glatze geben. So, schauen wir mal. Ein sexy Bart haben. Aber erstmal wollte ich genau den Bart entfernen. Damit wir dann auch mal gucken können. Er sieht sehr weiblich aus. Aber das hat Richard ja auch schon getan. Das passt schon ganz gut. Aber diese Nase. Ich muss jetzt einfach was gegen diese Nase tun. Ja, ich mache sie noch größer. Nasengröße. Warum wächst die Nase eigentlich immer so nach oben, wenn man das einstellt? Witzig sieht es ja schon aus. Das ist seine Strategie. Nasenspitzenform und Breite. Ich
finde, er hat so ein bisschen was, ich weiß nicht, von so einem alten Pharao. So von so einem jungen Pharao. Ja, du weißt, wie ich das meine. Von einem jungen alten Pharao. Aber das dachte ich eben auch schon, das sieht ein bisschen aus, als würde Prinz von Ägypten mitspielen. Ja, Prinz von Ägypten könnte gut hinkommen. Die Nase passt jetzt gar nicht mehr. Wow, 49! Nasenlochgröße. Das sind so Dinge, die will ich gar nicht einstellen. Ich hätte gerne so eine Auswahl von, keine Ahnung, 20 Nasen und daraus wähle ich mir eine aus. Es ist nämlich sehr schwer, das anhand von diesem Gitterding einzustellen. Ich meine, ich finde, dass sie es cool gemacht haben. Weil das ist schön stufenlos. Da kann man so ein bisschen sehr fein dran rumjustieren. Aber es macht die Sachen auch sehr schwer. Vor allen Dingen, weil der Junge sich nicht von der Seite angucken lässt. Warte mal. L2. Aha, so. Ich bin immer noch nicht zufrieden mit dieser Nase. Verstehe ich. Sitzt auch noch der Nasenexperte direkt neben mir. Ja, die Haut sieht echt gut aus. Vielleicht hätte ich doch den Standardtypen nehmen sollen. Der hatte, glaube ich, eine vernünftige Nase von Anfang an. Er sieht aus wie, kommst du mir zu nahe, hau ich dir voll eins in die Fresse. Alter. Versuche ihn ein bisschen freundlicher zu machen. Ich versuche ihn so freundlich zu machen, wie es geht, ja. Das ist mein erster Charakter, ich muss noch üben. Seine Augen verschwinden langsam unter den Augenbrauen. Jetzt, er hat zu viele Beruhigungstabletten genommen. Glabella. Glabella. Ich hab null Ahnung. Ritty, was ist Glabella? Ich würde nur, dass die Augen sitzen sehr weit hinten. Oder die Augenbrauen sehr weit vorne. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das enden kann. Ändern. Ja, die Augenbrauen müssen wohl auch noch einstellen können. Was zur Hölle ändert sich? Ja, die Augen. Sie werden sehr groß. Du kannst hier so eine ägyptische Wandmalerei draus machen. Er ist eine ägyptische Wandmalerei. Oh, ist traurig. Aber ich kann ihm keine verschiedenen Augenfarben geben. Ich kann überhaupt nicht sehen, ob sich da irgendwas ändert. Seht ihr was? Ja, doch, so ganz bisschen. Ich weiß nur, dass er ein lilanes Auge hatte oder ein pinkes und ein blaues, glaube ich. Das eine war, glaube ich, blau. Wow. Er kann aber auch so bleiben. Er kann auch übertreiben. Die Augapfelfarbe, das ist aber ungesund. Ah. Okay. Danke, Wikipedia.
wieder was gelernt. Aber das lassen wir, glaube ich. Ja, bitte. Interessant. Wenn nur kein ausgefallenes Muster, sonst ist er ein Bösewicht bei Ennen. Ich nehme, was ich möchte. Es gibt schon ein bisschen Leben in diese Augen. Das sieht aus, als würde er konstant auf einem Bildschirm starren. Das sehe ich auch immer aus. Ja. Das auch. Das finde ich witzig. Augen. Augenfarbe. Ach so, von dem Ding. Nein, das ist zu dunkel. Kommt gar nicht durch hier. Schwierig, schwierig, schwierig. Das ist auch eine coole Sache, das so zu machen. Augenbrauen. Ganz normal aus, glaube ich. Ach, ich kann ihn auch. Wir können ihm auch in die Nase gucken. Will man das? Nö, die ist immer noch viel zu gigantisch. Obwohl. Hey, was ist passiert? Ich sehe meinen Fuß nicht. So langsam geht's. Augenbrauenfarbe. Richard war sehr langweilig in der Farbe. Aber ich sehe nicht, dass sich da irgendwas verändert. Wenn man es ein bisschen heller macht. Das sieht aus, als hätte er ganz schlecht mit Theaterschminke versucht, sich anzumalen. Aber nein, wir bleiben langweilig schwarz. Ein Lidstrich. Man könnte sogar einen alten Ägypter aus ihm bauen. Mein kleiner Indianer wird zu einem alten Ägypter. Kann natürlich auch Emo-Boy oder so machen. Oh, sexy. Muss es nicht jedes Mal auswählen. Hier, guck. Genau. Der Name ist bestimmt auch schon vergeben. Irgendwas Dezentes. So ein bisschen die Augen betont. Er ist eh sehr dunkel im Gesicht. Man kann sogar die Intensität. Hey, das war nicht, was ich auswählen wollte. Das da wollte ich auswählen. Oh, ich habe keine Ahnung. Lidstrichwinkel. Das sind Dinge, da habe ich persönlich auch keine Ahnung von, was es ist alles. Wimpern. Schön lange Wimpern, schön kleine Wimpern, schön dichte Wimpern. Aber er ist eh schon so dunkel unter den Augen. Vielleicht kriegt er eher weniger Wimpern. Die machen dann nicht mehr alles so dunkel. Sieht immer noch aus, als hätte er seine Familie getötet. Vielleicht kann man das ändern. Vielleicht kann man ihn ein bisschen lächeln lassen. Obwohl ich den Mund eigentlich in Ordnung finde.
glaube, das macht die Sache nur gruseliger. Aber Lippenstiftfarbe. Yeah, gib's uns, Baby. Das finde ich cool. Wie wär's mit einem natürlichen... ein bisschen... sogar ein bisschen... Ich spiele ja mit den Einstellungen. Ich möchte aber auch, dass er gut aussieht. Nicht, dass ich glaube, dass wir das erreichen werden, aber ich möchte das ganz gern. So sieht er aus, als wäre er am Erfrieren. Ist nicht gesund. Seine Feinde nicht nur getötet, er hat sie auch noch gegessen. Soll auch gesund sein, wollte ich sagen. Am besten sage ich das nicht. Hört nicht auf mich. Stimme haben wir auch noch, aber ich wollte jetzt erstmal Unterkörper. Unterkörper ist wichtig. Wir können ihn ganz, ganz, ganz schmal machen. Oder ganz, ganz, ganz breit. Er kann aussehen wie so ein Sims 4 Charakter. Das ist schön. Wir machen ihn ganz schmal. Aha. Da geht der Hintern weg. Ein bisschen Hintern darf er wohl haben. Oberschenkeldicke. Ganz dünn. Ganz groß. Ganz dick und groß. Irgendwo in der Mitte. Wadenlänge und Dicke. Mir fällt jetzt gerade auf, der Kopf sieht wahnsinnig klein aus. Man kann so richtigen langen Lulatsch aus ihm machen. Ich kann ihm aber auch so... Er läuft viel, deswegen braucht er dicke Waden. Nein, ich glaube so ein Mittelfeld. Mittelfeld ist immer gut. Fußgröße. Oh. Er hat Schuhgröße 34. Und jetzt hat er so riesen Orkfüße. Aber er darf schon ein bisschen größere Füße haben, aber nicht zu groß und auch nicht zu klein, dass es aussieht, als würde er gleich umfallen. Aber er sieht aus, als könnte er gut Basketball spielen. Oberkörper, Halsdicke. Und das ist eine Schildkröte, er kann den Kopf einziehen. Ih, und guck mal, das bildet da hinten so einen Knick. Der darf schon ein bisschen Hals haben. Ich bin mir nicht sicher. Die meisten Sachen sehen sehr interessant aus. Sehr natürlich. Der stemmt Gewichte ohne Ende. Kann man nichts anderes sagen. Da wird man breit von. In den Schultern. Man kann ein
ist. Armlänge. Entschuldigung, aber das ist gut. Das ist verdammt gut. Ich meine, das finde ich auch mega übertrieben. Arme sollten nicht so massiv lang sein, das sollten aber auch nicht. Ja, schwierig. Warum kann man sowas einstellen? Du fragst mich Sachen. Aber ich find das super. Es wird, glaube ich, schwierig, das zu sehen. Ich weiß nicht, ob ich ihn so lassen soll. Irgendwie tut mir das in der Seele weh, wenn er so rumläuft. Er sieht aus wie ein T-Rex. Oh Gott. Oh. Vielleicht man kann echt spaßige Charaktere damit bauen, glaube ich. Aber hält man das die ganze Zeit damit aus? Irgendwann mal ist es ja nicht mehr witzig. Und dann tut er mir leid. Sieht auch irgendwie sehr unnatürlich aus. Das ist, glaube ich, besser. Ich kann die Arme ganz dürr machen. Ach, herrje. Man kann einen Sims 4 Charakter bauen. Guck dir diese Arme an. Warte. Das ist absolut übertrieben. Aber man kann richtig lustige Charaktere bauen, glaube ich. Handgröße. Schauen wir mal. Von Kinderhänden zu Yaoi-Händen. Alles dabei. Oberkörperbreite. Ganz schmal. Ganz breit. Ach je. Spiele nur mit den Einstellungen. Sonst passiert hier nichts. Gibt es nichts zu sehen. Stürzen nur einen armen, namenlosen Charakter in die Krise. Der kann sich doch nie wieder in den Spiegel angucken. Ich kann nur sagen, stumm zu sein ist nicht sein einziges Problem. Ach, wir haben noch den Körper allgemein. Man kann den Kopf ganz winzig machen. Oh, er ist noch klein. Jetzt ist er ganz groß. Jetzt ist er wieder ganz klein. Jetzt ist der Kopf groß. Jetzt ist der Kopf groß und er ist ganz klein. Das ist jetzt ein perfekter Dreijähriger. Großer Kopf, kleiner gedrungener Körper. Und ja, der Charakter-Creator ist super. Ich hab Spaß. Ich weiß nicht, wie es den Leuten geht, kommen und gehen, aber ich hab Spaß. Wir können einen großen Charakter machen. Ich möchte einen großen Charakter machen. Einen großen Charakter für eine kleine Person ist doch perfekt. Hey, er hat den wieder runtergeregelt. Muskeldefinition. Ah. Alle Muskeln sind weg. Alle Muskeln sind wieder da.
Ja, genau. Wow. Ja. Ich möchte von da nach da eine Schiene verlegen. Das Grüne ist das, was mir das Spiel ausgespuckt hat. Passt. Nein. Es war eigentlich, glaube ich, gebaut, dass wir geplant, dass wir parallel bauen. Aber dadurch, dass Mick heute viel Arbeit hat, weiß ich nicht, ob er es online macht. Witzig wäre es, definitiv. Ich würde mir das angucken. Er war zu lange in der Sonne. Anders lässt sich das nicht erklären. Aber Mick ist ein bisschen im Vorteil, der hat das Spiel schon gespielt. Ich weiß nicht, wie genau er die Charaktere gebaut hat schon, die er hat. Oder den Charakter. Ich glaube, er hat nur einen. Ich weiß es nicht. Bitte melde dich, Mick, wenn ich irgendwas falsch sage. Aber wie gesagt, er hat es halt schon gespielt. Ich kann ihn sogar glänzend machen. Willkommen. Schön ölig. Aber im Gesicht ist das so viel. Für den Körper ist super, aber im Gesicht ist zu viel. Kann es leider nicht. Kriegt dann nur so einen ganz leichten Touch. Ja, aber er braucht den Glanz nicht im Gesicht, guck dir das doch an. Als wäre er in Plastik eingepackt. Obwohl, dann wird er nicht dreckig. Das ist eigentlich perfekt. Wir machen mal ein bisschen weniger Plastik. Aber glänzen darf er trotzdem. Richard ist nämlich glänzend. So, Körpertattoos. Ja, das ist cool. Aber wir sind... Wir haben Angst vor Nadeln. Achso, Intensität brauchen wir ja gar nicht. Können wir ihn eigentlich mal... in Kleidung sehen oder so? Das wäre witzig. Die Hautfarbe gefällt mir auch noch nicht so ganz. Nein. Wir haben halt nur so viel Haar. Richard braucht nicht viel Haar, dann ist er halt glatt rasiert. Jetzt hat er wahrscheinlich genug Zeit, um sich zu rasieren. Haarfarbe 1. Erstmal gucken. Ah, der Ansatz. Da wird er schon ein bisschen grau. Haarfarbe 2. Pechschwarz. Aber ich glaube, er ist zu eitel, um schon grau zu werden. Vielleicht nicht so. Ein bisschen Glanz in die Haare geben. Haarglanz. Haarglanz. Das sieht so richtig fettig aus. Ohne Glanz ist es besser. Also ein bisschen. Ein bisschen glänzend ab.
immer noch gerne diese Stirn bearbeiten. Gibt es irgendwo Stirn? Oh, die Ohren gehen. Kinnpartie, Wangenknochen ist auch in Ordnung. Kinn. Ja. Kieferbereich, Stirnfalten, Augen, bla bla bla. Das Schöne ist, wir haben hier eine schöne Narbe gebastelt, aber man sieht sie jetzt nicht mehr. Raffiniert, das hat er gut eingefädelt. Wir könnten es aber noch ein bisschen ändern. Freu dich nicht zu früh, Junge. Hier kann man ein bisschen jetzt sieht er ein bisschen verloren aus, aber ich glaube, das gefällt mir besser. Die Augen sind in Ordnung, Augentiefe. Verabschieden sich die Augen. Irisfarbe, Augapfel, Augen, Augenfarbe. Machen. Hey! Mick ist da! Hey, Mick. Jetzt kann der Chat all die Fragen an ihn stellen. Wir sind immer noch bei der Charaktererstellung, aber wir sind ja noch nicht eine Stunde dabei. Also ich muss mich noch nicht schlecht fühlen. Ja, ich habe ein bisschen später angefangen. Ich soll fragen, ob man den PC hört. Der sich da abmüht. Mit einem Zoo. Moment, ist es nicht mal ein Zoo. Es ist eine Schiene und ein paar Wege. Also mit Schienen und Wegen. Die Nasenspitze möchte aus dem Gesicht fliehen. Oh cool, man könnte bestimmt auch einen Charakter bauen, der aussieht wie ein Tengu. Aber ich glaube, so langsam sieht die Nase doch auch noch was aus. Der Chat meint, nein, hört man nicht. Mir ist es egal. Ich möchte aber gerne noch die Lippenstiftfarbe. Die ist mir doch am Ticken. Wie groß bekommt man die Ippeln? Das ist eine gute Frage. So, Haare haben wir, Gesicht. Das Gesicht geht jetzt auch so langsam. Der Körper ist in Ordnung. Oberkörper, Unterkörper. Er hat ein bisschen,
Ist ein bisschen schmaler geworden, der Richard. Aber das macht nichts. Er sieht jetzt bestimmt nicht mehr so massig aus, aber er ist jetzt ja auch Priester und als Priester in einer Robe und dann sieht man so massig aus. Na, ist glaube ich nicht so schön. Ja, Mick, der Chat möchte das dann unbedingt auch sehen. Also ich auch. Sollte vielleicht den Ton, also den gesprochenen Ton ein bisschen lauter machen. Oh, just laugh it off. Who'd like to test my performance? Er ist ein gläubiger Priester. I will liberate Elrano. Leave this to me. I will liberate Elrano. Leave this to me. I will liberate Elrano. Who'd like to test my performance? Leave this to me. I will liberate Elrano. Eine Sache. Planung morgen tagsüber. Ich weiß, dass wir irgendwann mit den Hunden rausgehen. Meistens um 12 oder 1, irgendwann da um den Dreh. Ansonsten bin ich, glaube ich, da tagsüber. Oder war irgendwas? Morgen ist Freitag, ne? Ja. So. Das wäre jetzt unser erster Richard. Sollen wir ihn so nehmen oder sollen wir ihn einen außergewöhnlichen neuen Richard machen? Ich bin zumindest zufrieden soweit. Und ich werde wahrscheinlich noch ein paar andere ausgefallene Rassen ausprobieren. Aber ich muss noch dazu sagen, die Schuhe sind niedlich. Das sieht aus, als hätte er die Schuhe aus seiner Hose geschnitten. Ich meine, wir könnten ihn jetzt als Richard speichern und uns aber trotzdem noch andere Klassen angucken und damit ein bisschen rumspielen. Man muss sie ja nicht speichern. Ja, wenn ich mit der Klasse nicht klarkomme, mache ich schnell was anderes. Also schnell in einer Stunde oder so. Vielleicht auch in 20 Jahren schnell. Aber gut, die fertigstellen. Kann man Leerzeichen nehmen, Mick? Oder muss ich Unterstrich machen? Weder noch. Muss ich alles zusammenschreiben? Kann man das dann wenigstens groß schreiben? Also so?
Richard Hunter. Die Eltern haben ihn nicht sehr gern gehabt. Also ja, keine Sonderzeichen. Das finde ich immer doof, wenn sie Sonderzeichen, so wie Leerzeichen oder Bindestriche oder sowas, wenn man das nicht machen darf. Ich meine, ich verstehe diese ganzen kuriosen Sachen wie Sternchen oder Kreuze oder keine Ahnung, das kann ich nachvollziehen, aber Bindestrich und Leerzeichen hat keiner was dagegen. Du hast recht, das ist zu lang, ne? Ja, ich wollte zurück eigentlich. Dann müssen wir uns was anderes überlegen. Der Name ist halt auch schon so lang. Ricciardo. Ich wette mit dir, der ist schon vergeben. Aber ich kann es ausprobieren. Ich glaube, der Name war noch frei. Ah, guckt ihn euch an. Da hat er Klamotten gefunden. Jetzt wollten wir uns noch mal ein bisschen umgucken. Weil mich interessieren die da. Die sind schon cool. Du bist süß. Ja. Den finde ich schon cool. Wir nehmen mal den da. Er guckt einen wieder so böse an. Lass es. Ich finde das gruselig. Ist ein bisschen schade, dass man nur drei Charaktere machen kann. Aber irgendwie auch vernünftig. Ich habe sonst immer so viele Charaktere und mache eigentlich nur mit einem oder zwei was. Aber das Erstellen macht immer so viel Spaß. Das sieht witzig aus, da haben ein paar Nudeln auf dem Kopf. Ah, wir nehmen mal Nudelboy. Ein paar Haare. Ein bisschen Bart. Ich sag da ein bisschen. Gerade so. Und weil wir mit dir ein bisschen rumspielen. Auch eine Möglichkeit. Nein, ich glaube, Neongrün gefällt mir ganz gut. Richtig schön. Ne. Und Türkis. Neongrün und Türkis, aber ein dunkles. Erster Stolz der Familie. Richtig schön glänzend. Der Nudelboy.
Fangen wir mal bei dem Unterkörper an. Jetzt. Er will sich nicht groß verändern. Er möchte nicht, dass er mit dem Spiel. Komm schon. Ja, genau. Er kriegt kurze Oberschenkel, aber lange Unterschenkel. Und dünn. Genau. Perfekt. Ein bisschen aus wie ein Hühnchen. Und dafür ganz große Füße. Ich glaube, hinsetzen fällt ihm schwer. Halsdicke. Kopf. Der Hals hat den Kopf gegessen. Aber das ist in Ordnung. Das finde ich gut. Holy. Der musste mit seinem Hals immer Schals kaputt. Schals? Schale? Was ist die Mehrzahl von Schal? Schals? Ich meine nicht den mit den großen Ohren. Sondern die Dinger, die man um den Hals trägt. Die musste er immer kaputt schlagen mit seinen Halsschlagadern. Chat sagt auch Schals. Genau. So, kriegt er noch Chicken-Arme. Ich sagte Chicken-Arme. Dinosaurier. Handgröße machen wir. Boah. Machen wir groß. Hat doch ein bisschen was von dem Krebs oder so. Er ist eine Schönheit. Das muss so bleiben. Oh Gott. Das ist süß. Er ist ganz klein. Nee, er braucht keine Muskeln. Außenfellfarbe. Er hat grünes Haar auf dem Kopf, also würde ich sagen. Perfekt. Innenfellfarbe, würde ich sagen. Ja. Was zur Hölle? Ja, das ist ideal, oder? Was ist das? Und Fellglanz, volle Pulle. Er sieht aus wie ein Plastikspielzeug. Vielleicht läuft er auch sehr schnell, weil ich glaube, er muss schnell laufen können. Sonst lachen ihn ja alle aus. Und das wäre ja nicht nett. Aber dieser Blick, so, er tötet uns gleich. Aber wir sind ja mit seinem Gesicht noch nicht fertig, noch nicht annähernd. Wir haben ja noch nicht mal angefangen. Ohrengröße. Ganz klein. Oh.
Und das sind Babyohren. Bankknochen. Entweder sie wird rausstechend oder sie wird drinnen. Ich glaube drinnen. Sein Kinn ist schon massig. Schmilzt dahin. Kieferbreite, da wächst der Bart. Da schrumpft der Bart dahin. Da wächst er wieder. Nein, ich mag ihn geschrumpft. Perfekt. Stirnfalten, ja, davon hat er ja. Der hat ja genug Stirn für Falten. Er sieht gleich viel freundlicher aus. Die Augenfalten sind nicht so. Alter. Man kann echt coole Charaktere bauen. Das muss ich nochmal sagen. Damit kriegt ein paar Flecken ins Gesicht. Und zwar in. Ja, der hat richtig Durst. Ich glaube in Weiß. So richtig. Chat meint gelb. Gelb geht auch. Und gelb ist auch schön. Intensität. Nein, das muss leuchten. Wenn es nicht leuchtet, ist es nicht echt. Haare haben wir, Augen haben wir noch nicht. Wir nehmen mal ein bisschen die finstere Stimmung aus seinem Gesicht. Wer so aussieht, muss nicht finster sein. Man kann die Augen so richtig an die Seite drücken. Oder ganz dicht zusammen. Nein, ich glaube, es ist wichtig, dass er sieht, was hinter ihm abgeht. Augen tief. Nicht so tief. Damit man sie auch sieht, die schönen Dinger. Vielleicht aber auch nicht. Er guckt ganz überrascht. Oh, guckt euch das an. Er sieht aus, als wollte er sagen, hört auf, mich zu ärgern. Man sieht das gar nicht. Das finde ich witzig. Augenfarbe. Man sieht das, glaube ich, ja. Man sieht es. Wie ist es mit dunkelblau? Schön Lidstrich. Weil auch ein Beastman kann fabulous sein. Sexy, das gefällt mir.
Er hat lange nicht geschlafen. Wimperndicke. Sieht man jetzt gar nicht mehr. Kann er ruhig haben. Nase. Die Nase bin ich gespannt. Ich möchte ihm eine lange Nase geben. Ich glaube, das ist gut. Aber eine Nase, die spitz zuläuft. Wie die sich auseinanderknödelt. Kann die Nase gar nicht so lang machen durch das Skelett. Süße Nasenspitze kann man bauen. Nein, ich glaube das da. Oh, er ist ein kleines Einhorn. Seht euch das an. Er hat Glück, dass man das von vorne eigentlich nicht sieht. Ist traurig. Und die Zähne gucken durch. Uiuiuiui. Nein, eigentlich finde ich es schön, wenn er lächelt. Es sieht so gezwungen aus. Warum tun? Ich glaube, da gucken seine Zähne unten durch. Nicht gemacht für so Einstellungen. Sieht man jetzt hier gar nichts mehr. Nein, eigentlich ist das schön so. Sieht aus wie so ein schlechtes Karnevalskostüm. Perfekt. Der Arme. Ja. Hast du dir unseren Schön mal angeguckt? Er ist sexy, oder? Absolut. Also man kann echt viele Dinge damit machen. Ich find's super. Ich weiß nicht, sollen wir ihn speichern? Ich glaube nicht, dass ich ihn spielen werde. Er ist mir ein bisschen zu abgedreht. Aber es macht Spaß, ihn so zu bauen. Ich würde sagen, wir gehen zurück und schauen uns jetzt erstmal noch... ich weiß nicht. Die anderen an. Woher wusstest du das wohl, hä?
sind jetzt schon über eine Stunde dabei, Charaktere zu bauen. Drück mal Dreieck. Drücke Dreieck. Ah. So sieht er angezogen aus. Gott. Sein Kinn guckt da so durch. Nochmal. Ach, cool. Sind das die ganzen Rüstungen? Da ist er wieder nackt. Aber der Schneider muss doch echt viel Arbeit leisten, damit das überhaupt einigermaßen aussieht, was er tragen soll. Ja. Ja. Schauen wir mal. Oh, die gibt es auch als Krieger. Hm. Jetzt halt die Frage, machen wir den Krieger Ippin oder den Priester Ippin? Hier haben wir halt den Elf und hier haben wir auch Elf. Ihr dürft entscheiden. Wir haben jetzt noch diese kleinen Süßen. Und die Elfen. Ich habe nichts mehr zu trinken. Habe ich hier noch was? Ich habe noch was. Und den Ritter. Ich finde die Rüstung schon sehr süß. Selbstbezeichnet. Ja! Was? Ah. Oh, die sehen ein bisschen aus wie... Ich weiß nicht. Eichhörnchen, Affen oder so. Aber ich finde die voll süß. Oh, seht euch die Frisur an. Ach du Heilige. Sie sind selbstbezeichnend. Fangen unten an. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich einen kleinen dicken Baum. Ach, verje. Ein Mopsi. Ja, das habe ich auch gedacht. Ich wollte es noch nicht aussprechen. Wir können sogar noch kleiner machen. Können sie aber auch noch groß machen. Ich glaube, die können schon sehr groß werden. Upsala. Fußgröße. Oh, oh, oh. Nein, der kriegt ganz kleine Füße. Der fällt, glaube ich, vornüber. Aber das ist ja nicht schlimm. Um die Optik geht es ja. Er hat die Schultern immer hochgezogen. Oder immer hängend. Nein, er ist ein bisschen schüchtern. Ja, das gibt es durchaus, aber ich glaube... Auch nicht unbedingt so in jedem Spiel. Lange Arme sind wichtig.
Boah, doch. Da kleine Hinde. Die waren ja schon sehr klein. Das sieht aus, als würde er in einem schlechten Kostüm stecken. Das finde ich cool. Vielleicht hat er auch einen Medizinball verschluckt, so ganz aus Versehen. Fellfarbe. Geht gar nicht ganz schwarz. Ja. Das würde gehen. Aber ich finde schade, dass man das nicht ganz... Das geht ganz schwarz. Perfekt. Aber warum kann ich das nicht ganz weiß machen? Bei dieser Nasenspitze. Der muss nicht so viel glänzen. Der ist eher matt. Er ist ein matter Typ. Schwanztyp. Schwanztyp. Nein. Ich rede von dem Eichhörnchen-Ding. Das sieht auch irgendwie aus, als hätte man ihm Fleischbällchen in den Hintern gepiekst. Entschuldigung. Ich hatte mir vorgenommen, solche Sachen nicht mehr zu sagen. Weil man weiß nie, wer zuguckt. Aber hey, ich wollte das da haben. Aber, ich kann mich nicht zurücknehmen. Stimme machen wir zum Schluss. Ach, da sind die Öhrchen. Die müssen sehr groß sein. Sehr groß. Perfekt groß. Ich mag es, wenn Tiere große Ohren haben. Egal, ob sie auf zwei oder auf vier Beinen laufen. Ne, Junge. Du hast das nicht leicht gerade. So. Kinn. Jetzt sieht man eigentlich gar nichts mehr, weil er so dunkel geraten ist. Aber das macht nichts. Wir haben dich trotzdem lieb. Er hat ein bisschen Überbiss. Aber er ist... Oh, guck dir das an. Jetzt ist er beleidigt. Das sieht eine Schippe. Eigentlich mag ich das, wenn er ein bisschen Schippe zieht. So, ein bisschen Schippe. Das kann man weiß machen. Hä? Die Nase ist dann blau. Das finde ich cool. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist sie wieder blau.
Was zum Henker hatte sich Sägespäne auf den Kopf gelegt? Das ist süß. Ja, das kann gut sein. Aber ich glaube, ich mag die Frisur. Die hätte ich gerne für Richard gehabt. Ich meine, ihr wisst ja, wie Richard aussieht. Der hätte die, glaube ich, sehr gut gebrauchen. Auch wenn man den Mund nicht mehr unbedingt sieht. Und das ist eine gute Frage. Gut, dass der Chat gerade da ist. Der Chat kann das bestimmt beantworten. Wir brauchen etwas, was gut zu dem Priester passt, was den Priester gut unterstützen kann. Sieht ein bisschen aus, als würde die Zunge rausstrecken jetzt. Nee. Dabei ist das nur eine dicke Lippe, die er riskiert. Jetzt sieht man es nicht mehr. Jetzt kommen wir zur kleinen Nase. Machen Sie erstmal groß. Dann ein bisschen hochnäsig. Sie wird kein bestialisches Monster. Keine große, dicke Katze. Helga enttäuscht mich. Aber gut, sonst würde Richard wahrscheinlich noch weglaufen. Vor Angst. Oh, er hat Dinge gesehen. Er kann in die Zukunft gucken. Jetzt nicht mehr. Oh, das ist witzig. Ein kleiner Elroy. Thank you.
Hier kann man Bösewicht-Augen machen. Schau dir das an. Ja. Sieht es, glaube ich, eh nicht. Ist nicht schlecht. So sieht er aus. Stand behind me. Now this, stand behind me. Have you been to Padana? Perfekt. Sehr schön. Haben wir uns das auch angeguckt? Ich finde die echt niedlich. Dann haben wir noch die Elfen. Waldläufer oder Magier-Elfen? Waldläufer. Ach, wenn ich das schon sehe. Wow. Oh, du hast recht. Aber das können wir noch machen. Der denn für eine Frisur aus? So, die sieht nur so komisch aus. Nehmen wir den da. Die unterscheiden sich ja nicht so ganz groß von den Menschen. Aber ich möchte einen ganz winzigen Elf. Winzigen Füßen. Wenig Hals. Hängenden Schultern. Wenig. Ach, das ist aber auch witzig. Mit langen Armen. Das ist dann ein Zwerg, ja? Dünnen Arm und winzigen Händen. Aber mittelmäßiger Schulterbreite. Nein, er darf schon breit sein. Er ist breit. Nein. So. Nein, der Kopf muss schon groß. Perfekt.
Muskeln kann er sich noch nicht leisten. Dafür ist er zu klein. Und er ist ein Elf. Und er ist mit einem ungesunden Grün. Ah, so grün-gelb. Oh ja. Das ist ein bisschen kotzig. Aber schön. Okay, erinnert mich daran. Jetzt vergesse ich das wieder. Und dann schön in Plastik eingepackt. Ist das schon alt genug für Tattoos? Er darf sich das da aussuchen. Aber nicht so hell. Weil wenn Mama das sieht, gibt es Ärger. Deswegen muss es sehr hell. Ohrengröße. Ich mag große Ohren, das habe ich schon mal gesagt. Darunter muss er jetzt leiden. Die gehen so, kommen so groß wie gehen. Und gehen so groß wie gehen. Kommen. Wie auch immer. Bankknochen. Raucher, definitiv. Kinn. Und da wehrt er sich. Ich sehe keine große Veränderung. Kiefergröße. Schau mich nicht so vorwurfsvoll an. Ja, die Leute wollen das sehen für ihr Geld. Guck nicht so. Genau, jetzt habe ich es dir verboten. Stirnfalten? Natürlich. Augenfalten? Auf jeden Fall. Er ist ein bisschen alt geraten für sein Alter. Stimmt, Sommersprossen. Sieht man bei ihm gar nicht so gut. Das müssen wir ändern. Perfekt. Dann noch ein bisschen perfekter. Rot ist auch gut. Warte. Nein, falsch. Rot, aber dann darf es nicht zu sehr. Sonst sieht es unnatürlich aus. Er ist sehr verliebt vielleicht auch. Oh, Tätowierung wollte ich eigentlich gar nicht, weil die sieht man ja sonst. Ach. Narbentyp. Die sieht man gar nicht. Hier, Harry Potter. Narbenposition. Was gerade so. Gerade so an die Stirn. Rotation, genau. Zu weit. Das ist mal eine Blitznarbe. So. Die muss sich durch diese ganzen Falten durchsetzen. Warte. Schöne Locke. Eigentlich finde ich das ganz hübsch. Kriegt sehr viel Haarglanz. Perfekt.
Größe. Position. Nein, der muss schon da bleiben. Haarfarbe. Meinst du, die kann ich einstellen? Ich meine, er hat keine Haare. Ich glaube, das bringt nicht viel. Da wachsen keine Haare mehr. Das ist wirklich schade. Aber dafür... kann man ihm die Lippen weiß machen. Lipgloss. Ja, oder Schlimmeres. Oder Schlimmeres. Das teure Zeug. Irgendwie sieht die Nase kaputt aus, oder? Von vorne auch. Damit kann er bestimmt, ich weiß nicht, Bäume schneiden. Er hat das vergessen, das kann ja mal passieren. Und bei der Nase, da kommt halt nicht viel an. Der muss das Zeug schon essen. Die Nase wächst ja nach oben. Siehst du, der kann kaum atmen. Oh, er darf ruhig finster gucken. Die Augen dürfen tief, tief sitzen. Und sind sehr klein. Er hat schöne blaue Augen. Ich glaube, er stirbt gleich. Einer Mehlvergiftung. Er ist hochgradig allergisch gegen Mehl. Das wusste er nur vorher noch nicht. Deswegen hat er das Mehl auch gegessen. Genau.
sieht man auch nicht. Seine Augen sind zu klein dafür. Nehmen wir das da. Ha, wir können es mit der Intensität. Schön. Hoho, ho. Es wächst nach unten. Du brauchst keine Wimpern. Ist ja nicht süß. Diesmal vergessen wir nicht. Das ist schon eine coole Rüstung. Aber es sieht ein bisschen so aus, als hätte er das, keine Ahnung, in der Kinderabteilung gekauft. Die Damenrüstung. Huch, er hat es geschafft, Ni No Kuni runterzuladen. Oh, so klischeehaft. Die Damen tragen natürlich wieder nichts. Na, da tragen sie ein bisschen mehr. Aber wie die Ohren da rausgucken. Aber das ist schon... Das ist so typisch. Das fand ich bei Monster Hunter echt erfrischend. Dass sie da echt was anhatten. Dass die Rüstung auch eine Rüstung war. Immerhin, sie hat eine Brust geschützt. Das ist wichtig. Brauch ja nicht zwei. Wären ja zu viel. Wow, das ist auch nicht schlecht. Sind die Brüste eigentlich immer gleich? Brüste scheinen immer die gleiche Größe zu haben. Wir schauen uns jetzt mal nochmal die männliche Rüstung an. Bei dem Kleinen. Oh, guckt euch das an. Ein kleiner Spielzeugsoldat. Und er hat keine Beine. Seht ihr das? Er ist unsichtbar. Da hat er wenigstens Beine. Das ist voll süß. Das finde ich witzig. Ist das dann bei allen dieselbe Rüstung? Ja, ne? Genau. Können wir uns auch noch den Magier angucken. Ich find's cool, dass er ein Buch hat. Kämpfen die mit Büchern?
Das macht auch schon was her. Ich fand das nämlich bei Ragnarok Online so geil, dass die Priester mit Büchern kämpfen. Weibliche Magier. Eine schöne Farbe. Ist eigentlich cool. Das ist der Mann mit der eisernen Maske. Also den Helm finde ich nicht schön. Ja. Die Frau mit der eisernen Maske, wenn du es ganz genau nehmen möchtest. Und da hatten wir auch noch nicht geguckt, ne? Ich meine, man wird es wahrscheinlich irgendwann, vielleicht. Oh Gott, der Arme, der sieht ja gar nichts. Ja, das ist Glitzer, das. Das wird Richard gefallen, das aber nicht. Da fehlt der Glanz und die Glorie. Elf Magier. Männlich oder weiblich? Ich glaube zwar, dass es ungefähr die gleiche Rüstung sein wird. Beides. Okay. Ist schon anders. Oder bilde ich mir das ein? Nee, die sind schon anders. Das ist spannend. Jetzt muss ich noch was ausprobieren. Wir sind fast 2 Stunden dabei, aber wir sind immer noch im Charakter Creator. Ah. Das ist was Würdiges für Richard. Aber ich kann Richard doch nicht in ein Eichhörnchen verwandeln, oder? Dafür glänzt das wieder nicht. Mann. Aber ein bisschen. Aber das ist cool. Die haben sich echt unterschiedliche Rüstungen überlegt. Das finde ich irgendwie cool. Magier hatten wir. Waldläufer sind nur Elfen. Wir können uns da nochmal die Ne, die haben ja nur die eine, glaube ich. Oder? Gab es da männlich, weiblich? Ja. Schauen wir uns da nochmal die weibliche an. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir haben und was wir nicht haben, weil ich mir ja nichts merken kann. Ah, okay, die haben auch diese
das recycelt. Auf jeden Fall. Was trägt denn der Mensch? Bin ja nicht neugierig oder so. Hmm.